Dann geht's Ihnen gut? Ja. Das hört sich gut an. Ja, ich kann verstehen, Sie sind ein bisschen müde. Die Anreise war vielleicht ein bisschen beschwerlich. Aber nun sind Sie alle da und wir freuen uns wirklich sehr auf eine traumhafte Reise mit Ihnen. Mein Name ist Caro. Meine Stimme haben Sie vielleicht heute das öfter schon gehört. Die Gäste, die 501 Gäste, die schon in der letzten Reise mit uns unterwegs sind, die kennen mich schon. Vielleicht von dem einen oder anderen Mal, von der Poolparty oder auch vom Theater. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie alle da sind, dass unsere Gäste noch da sind, die schon seit einer Reise mit uns hier an Bord sind. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir in dieser Konstellation einmal ein bisschen mehr um die Welt fahren. Es geht in die Türkei, es geht wieder nach Griechenland und es stehen wirklich zwei große Metropolen, sowohl jetzt in der modernen Zeit als auch in der antiken Zeit und bevor Istanbul eine wirkliche Metropole und auch eine Multikulti-Stadt und natürlich laufen wir auch den Hafen von Piräus an und können Athen und die historischen Städten dort auch noch entdecken. Ja, Mykonos steht auch noch auf dem Plan, Sula, also einmal noch Kreta. Das wird wirklich eine sehr, sehr schöne Reise und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und dass Sie Ihren Urlaub hier bei uns verbringen. Und wir sind über 900 Crewmitglieder und versuchen das Beste, um Ihnen eine sehr, sehr gelungene Zeit hier an Bord zu bereiten. Ja, das war der Gruß vom Käpt'n, glaube ich. Ich werde mal fragen, was das ist. Vielleicht hat sich da einer auf die Hupe gesetzt. Ich weiß auch nicht. Ich werde mal fragen, was dieses Signal bedeutet hat und vielleicht können wir Ihnen ja morgen die Auflösung dafür geben. Ich hoffe, Sie haben alle ein Getränk in der Hand. Ich sehe ein paar Gäste ohne Getränk, aber auch viele Gäste mit Getränk, denn ich mag natürlich mit Ihnen auf diese Reise zusammen anstoßen. Auf eine wunderschöne Reise, auf eine wunderschöne Zeit. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass Sie diese Reise mit uns machen. Prost und Jammers!
schon? Ja. Nur eine. Alter Schwede. So viel Feinstaub. Wenn jetzt hier von Habeck einer drin sitzt, dann habe ich nächste Reise 5 Wärmepumpen abgeschnitten. Frau Polzmann, wir müssen das hinkriegen, ne? Ja, ich glaube, wir haben heute ein bisschen übertrieben, es tut mir leid. Alles Schwede. Ja, herzlich willkommen auf der Mainsche 5. Sie haben sich das schönste Schiff ausgesucht. Ja. Seit dem jetzt schon gesagt, jeder Kapitän. Aber wie gesagt, herzlich willkommen. 2721 Mann Passagiere und 920 Jungs und Mädels aus 39 verschiedenen Nationen sind hier an Bord. Schön, dass Sie da sind. Geht's Ihnen gut? Ja. Den Kindern auf jeden Fall schon mal. Geht's den Erwachsenen auch gut? Ja. Nein? Ich hoffe, das hat nur damit zu tun, dass Sie heute Ihre letzte Nacht an... Nein? Ja, ein paar nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. 600 Gäste fahren noch ein bisschen weiter mit uns um die Welt. Von einem Großteil der Gäste müssen wir uns aber heute leider verabschieden. Heute sage ich, aber eigentlich ist es ja auch erst morgen, deswegen ist es auch wirklich was Positives. Wir haben noch einen ganzen Abend zusammen in dieser Runde vor uns und noch eine ganze Nacht, wo Sie sich langsam in den Schlaf schaukeln lassen können. Also das wollen wir jetzt mal genießen und deswegen herzlich willkommen auf dem Pooldeck zu unserem letzten Abend zusammen und den verbringen wir nochmal in bester Laune und hoffentlich ist hier gleich die Tanzfläche auch voll. Hier steppt dann gleich nochmal der Bär. Aber vorher haben wir einiges für Sie vorbereitet. Wir wollen aber nochmal ein bisschen zurückblicken. Wir haben die Reise gestartet mit einem Seetag. Der ist immer ganz gut, um sich hier auf dem Schiff ein bisschen einzugewöhnen. Denn wir wissen auch, wir haben ziemlich viele Erstkreuzfahrer an Bord gehabt. Und hoffentlich war es genauso
wahrscheinlich auch noch viel besser, als Sie es sich vorgestellt haben. Und der erste Seetag ist natürlich immer gut, um sich ein bisschen einzugewöhnen, um das Schiff ein bisschen kennenzulernen. Alle anderen haben sich wahrscheinlich vertraut gefühlt und haben gesagt, ha, das ist vielleicht ein bisschen wie nach Hause kommen. Das freut uns natürlich sehr, wenn dieses Gefühl in Ihnen hervorgekommen ist. Ja, dann stand Istanbul vor der Tür und ich glaube, das war eine ganz ziemlich beeindruckende Metropole, gejagt von der nächsten Metropole Piräus oder auch Athen. Dann nochmal wunderschönes Mykonos und heute, glaube ich, nochmal ein toller Abschluss mit Souda bzw. Chania. Das war, glaube ich, eine letzte ziemlich bezaubernde Destination und wirklich eine schöne Altstadt, in der Sie hoffentlich nochmal einen wunderschönen Tag hatten. Guys, are you ready? Guys, are you ready? 3, 2, 1. Auf dem Pooldeck. Geht's Ihnen gut? Ja. Unsere zusätzlichen Gastkünstler, Puppies Love Day. Guten Abend, wie geht's euch? Sehr schön, mir geht's fabulous. Ich freue mich total hier zu sein. Mein Name ist Puppies Love Day. Ich bin ursprünglich aus Senegal. Ich bin eine internationale Topmodel. Jeder kennt mich auf jeder Laufstrecke. Und man kennt mich auch durch Fernsehen, Germany's Next Topmodel, Heidi Klum, Jungle Camp, Brilliant Hensler. Hier werde ich euch verwöhnen mit afrikanischer kulinarischer Spezialität. Dann werde ich euch führen durch meine Biografie. Mein Buch heißt, das Leben ist niemals nur schwarz-weiß. Es gibt hier zu kaufen. Und dann werden wir ein paar Laufstrecken machen und ein paar Spaß haben. Lasst uns diese Reise unvergesslich machen. Vielen lieben Dank und einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, Papis. Also wir können es kaum erwarten und sind wirklich gespannt. Und Maximilian, du bist der Nächste. Ja, Servus zusammen, Ahoi. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mal wieder auf einem Mein Schiff sein darf, auf der Mein Schiff 5. Viele kennen mich vielleicht aus dem Fernsehen als Sänger, als Moderator. Ich werde hier alles sein. Wir werden hier eine richtig bunte Kreuzfahrt zusammen machen. Also ich bin ja der Mr. Schlager, aber ich werde Sie auch überraschen mit ein paar Swing-Liedern, mit Liedern zum Träumen, zum Tanzen, zum Mitklatschen. Also wir machen hier richtig gute Laune und bringen den Dampfer zum Schaukeln, oder? Ich freue mich auf euch! Vielen, vielen herzlichen Dank, Maximilian Kehner. Der nächste bist du mit dem David zusammen. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Auch ich bin begeisterter Kreuzfahrer und freue mich so sehr, heute hier zu sein und die nächsten Tage mit Ihnen zu verbringen. Wenn Sie die Sendung RTL Exklusiv, das Star-Magazin, kennen, dann kennen Sie mich vielleicht von da. Diese Sendung feiert in diesem Jahr ein 30-jähriges Jubiläum und wir können es irgendwie selber gar nicht glauben. All diese Jahre, die wollen wir mit Ihnen zusammen feiern, denn in diesen Jahren hat sich so viele lustige, schräge, spannende, verrückte Geschichten mit den Prominenten ergeben, die wir interviewt haben in all den Jahren. Und diese Geschichten haben wir Ihnen mitgebracht in Form eines Podcasts, den ich zusammen mit meinem lieben Kollegen David Motschacher präsentiere. Und ich hoffe, dass Sie zahlreich teilnehmen. Wir freuen uns sehr auf Sie. Vielen, vielen herzlichen Dank, Kena. Dalian, das ist jetzt deine Bühne. Vielen Dank. Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich heute hier zu sein und die nächsten Tage mit Ihnen zusammen zu verbringen. Sie kennen mich vielleicht aus Film und Fernsehen, von Let's Dance oder auch von der ein oder anderen Talkshow. Ich werde für Sie da sein bei einer spektakulären Lesung, wo es um ein wenig Diversity geht und was es mit Ihrem Leben zu tun hat. Und
werde einen Vortrag halten und ich glaube, da ist es wichtig, dass vor allem die Männer mit ihren Frauen kommen, denn er heißt Frau über Bord. Seien Sie gespannt, ich freue mich auf Ihre Teilnahme und haben Sie einen schönen Abend. Bis bald. Vielen, vielen herzlichen Dank, Valian. Ich hoffe, das passiert nur in der Theorie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Männer Ihre Frauen nicht loswerden möchten. Das ist sehr, sehr schön. Aber dann hätten wir eine gute Geschichte für Ex. Das wäre eine gute Geschichte. Ihr wärt hautnah mit dabei. Vielleicht können wir noch die Kamera drauf halten, aber ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ja, mein Name ist David Mutcher. Hat eigentlich schon alles gesagt. Montag 2015 im Studio sind wir und wir haben ganz viel vorbereitet. Also 30 Jahre exklusiv sind viele Geschichten. Wir erzählen so ein bisschen was, was wir erlebt haben mit der ein oder anderen Diva. Wir wollen ein bisschen aktuellen Gossip besprechen. Frauke ist auch Teil der Show, also kommen Sie. Und genau, ganz viele Promis natürlich. Also wenn Sie exklusiv lieben, werden Sie den Podcast noch mehr lieben. Montag 2015. Montag 2015 zur Primetime seid ihr beide im Studio. Und das Wort geht jetzt an Thomas. Hi, ich bin Thomas, ich bin Modedesigner für Stars und auch Drag Queens, Stars wie Lady Gaga, um einen kleinen Namen zu nennen. Ja, was mache ich noch so? Ich war auch im Fernsehen schon zu sehen, ich war im Reality TV Prinz Charming, der Gay Bachelor in Deutschland. Das heißt, vielleicht kenne ich da auch einige her. Hab nicht gewonnen, besser so. Aber ja, that's me. Und ich gebe jetzt einfach mal weiter an Barbara. Vielen, vielen herzlichen Dank, Thomas. Ja, und die nächste tolle Dame, ja, man weiß es nicht so genau, ist Barbara. Hi, genau. Mein Name ist Barbara Wild. Für alle, die jetzt völlig verwirrt sind, ich bin Drag Queen. Das heißt, all das hier ist Kunst. Und tatsächlich hat dieses Outfit, das ich heute anhab, Thomas gemacht. Sieht großartig aus. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, mit Ihnen allen hier zu sein. Und ich würde sagen, wir haben einfach eine schöne Woche. Und eventuell würde ich bei der Poolparty noch ein bisschen was für euch performen in den nächsten Tagen. Oh, da bin ich sehr gespannt. Sie können schon Ihre weißen Sachen einmal bereithalten, denn wir haben natürlich unsere legendäre White Night natürlich auch für Sie vorbereitet. Die findet im Laufe der Reise auch statt. Und ja, vielleicht sehen wir die Wava dabei auch auf der Bühne. Ja, wir haben ziemlich viel Unterhaltungsprogramm für Sie an Bord, aber wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass Sie perfekt informiert sind über die Destinationen und deswegen haben wir unseren Destinationsexperten Thorsten mit dabei. Ja, schönen guten Abend. Also mich kennt ihr auf jeden Fall nicht aus Film und Fernsehen, vielleicht von vorangegangenen Reisen. Die ganzen lieben Kollegen und Kolleginnen hinter mir, die sind für unvergessliche Tage an Bord zuständig und ich möchte meinen Beitrag leisten für unvergessliche Tage für Sie an Land. Morgen haben wir Seetag, übermorgen heißt es dann schon Bella Italia, Tarent, vielleicht ein Ort, den kaum jemand selbst in Italien aus eigener Anschauung kennt. Morgen fangen wir an, alles Wissenswerte, was kann man da unternehmen, vielleicht auf den Spuren von James Bond, Taranteln jagen und vieles mehr. Alles morgen 11.30 Uhr im Theater und danach zu allen weiteren Zielen. Habt Spaß an Land, habt Spaß an Bord, Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, wie Sie sehen, ich glaube, uns wird an Bord auf jeden Fall nicht langweilig. Sagen zu der deutschen Variante des vom senegalesischen Muffin. Dann nennen wir es Duffel. Wie nennt man das? Ja, ich würde sagen, das ist die deutsche Variante von Muffin. Das nennen wir dann keine Duffel. Deutsche Variante, das ist afrikanisch. Die ach, deutsche Variante ja, ist Spätzle oder sowas. Ja. Was ist denn eigentlich dein liebstes deutsches Essen? Ja, Schweinehaxe, aber ich esse kein Schwein. Okay. Schweinehaxe ohne Schwein. Nein, aber wenn ihr das immer seht, im Restaurant, in Biergarten, in Bayern, mach ich, oh geil. Thank you.
Hier. Unter normalen Umständen wären die Inseln in der Ägäis nach Wasservorräten bangen im Sommer. Ist es hier normalerweise sehr gut. Dieses Jahr sind die Regenfälle aber auch ein bisschen ausgeblieben. Also die Sommergewitter sind gar nicht da gewesen, so wie es eigentlich sein sollte. Und es gibt dann eine gewisse Knappheit. Man hat die Fische wieder eingeholt hier. Haben keine Lust mehr. Das Kaffeehaus, früher war die Poststation da, ne? Da ist auch so ein gelber Kasten davor. Die Wasserstelle hier. Und das Labyrinth wird ein bisschen enger hier. An den Seitengassen kommen die Wanderwege entlang von unten. Da braucht man schon ein bisschen Training, um hier durchzukommen, ja? Live-Podcast, exklusiv on board! Schönen
Zauberhaftes Publikum und ein bisschen Farbe in ihr Leben bringen, ein bisschen mehr auf Diversität und Vielfalt noch den Fokus legen. Und ich hoffe, das ist Ihnen gelungen und ich hoffe auch sehr, dass das Programm hat Ihnen gefallen. Hat es Ihnen gefallen, liebe Gäste?
Sehr, sehr schön. Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo die Crew hier noch den großen Auftritt hat. Und wie könnten wir das am besten einhalten? Wir haben Sie heute um 19 Uhr ein letztes Mal für diese Reise gehört, aber wir dachten, es ist nochmal ein schöner Moment, Ihnen die große Freiheit noch einmal zu präsentieren. Und wie könnten wir, das ist die Freude groß, wie könnten wir das besser tun, als Sie live zu sehen? Und zwar von einem unserer zauberhaften Crewmitglieder. Ich kenne ihn schon seit Jahren, ich sehe ihn gerade nicht, aber doch, er steht bereit. Einen riesigen, riesigen großen Applaus für Bernard, die große Freiheit, unsere zauberhafte Crew der Menschen finden. Was dich in mein Herz gefallen, ist die Schöne, das Spiel ist.